Willkommen zurück zu Let's Play Fallout New Vegas. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von was haben wir hier? Ihr giftverkaufenden Camps-Dealer gar nichts. Wisst ihr, was dieser Dreck aus meinem Sohn gemacht hat? Er wusste, was er da kauft, Trudy. Nicht unsere Schuld, wenn er hinüber ist. Oh, also die... zwing mich nicht dazu, in deinem kleinen Handelsposten rumzuballern. Okay. Vielleicht können wir sie dazu animieren, die Waffen runterzunehmen? Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Das war's. Du bist tot. Echt jetzt? Wir können nicht mal mit denen vernünftig reden oder so? Mein Kopf wurde verkrüppelt. Oh ja, das ist ja toll. Wolfgang ist tot. Simone lebt noch. Das ist mal ein Stimtech. Komm, Dog Meat, fast. Oh, da stimmt jemand raus und hilft uns. Ach komm, wie lange läuft den jetzt weg? Ah, jetzt haben wir Ladehemmung. Ah. Und wir sind tot. Okay, die hat eine Schrotflinte, das ist natürlich weniger gut. Na gut, dann nochmal. Wir hatten eine Abmachung, Trudy. Her mit der Ware. Du schuldest uns was. Von mir kriegt ihr Giftverkauf. Vielleicht haben wir ja sogar Glück und können die hier diesmal tatsächlich überreden. Das geht dich nichts an. Wenn du nicht aufhörst, mit der Knarre rumzufuchteln, geht nicht das was an. Das war's. Du bist tot. Boah, was haben die denn für Waffen? Das ist ja schon ein bisschen krass. Deine Gesundheit ist niedrig, ja, das sehe ich auch so. So, Wolfgang ist diesmal wieder tot. Und die eine lebt noch. Guck mal, ob wir die jetzt so erwischen. Tatsächlich. Ja, der Überredungsversuch ging ja nach hinten los. Die Musik ist laut. Warum ist die Musik wieder laut? So. Musik lassen wir jetzt mal ein bisschen niedriger. So, den plündern wir auch nochmal komplett. Und dann schauen wir erstmal, was hier los war. Ich nehme nie wieder Ted. Ich schwör's. Reden wir mit Trudy. Kann's kaum erwarten, bis die Krähen den Mistkerl fressen. Hier, für dich. Wenn du handeln möchtest. Mein Laden hat geöffnet. Ah, okay. Kommst du jetzt alleine klar? Ja. Es wird dauern, bis mein Sohn von den Camps runter ist. Aber wir schaffen das. So wie immer. Kommen wir zum geschäftlichen Teil. Brauchst du was für unterwegs? Okay, also ihr, das waren also Dealer, die ihren Sohn irgendwie... Ja, aber gut, weiß man jetzt nicht, wer auf der richtigen Seite stand und wer nicht. Ja, ich wir handeln mal. Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Alles bergungsgut, aber kein Schrott. Aha. Ja, 38er Patronen nehmen wir wieder mit. Boah, es ist teuer. Aber gut, bevor wir handeln, wäre eigentlich schlau, wenn wir diesmal kurzes Level Up benutzen, um hier den Meisterhändler zu skillen. Da brauchen wir Level 20 für, ja gut. Dauert also da doch noch ein bisschen. Wolfgang verrottet in der Hölle und ich kann ruhig schlafen. Danke. Brauchst du irgendwas? Ja, jetzt wollen wir noch mal handeln. Ich habe ein paar Minuten, um mit. Alles bergungs. So. So, die haben wir eingesammelt, die können wir verkaufen. Die Lederkombi, Lederrüstung, Metallrüstung. Also diese Rüstung, klar, da kann man, die kann man benutzen, um sich dann eine Rüstung zu bauen, aber das mache ich erst später. So, jetzt würde ich gerne die Munition noch kaufen, auch wenn die relativ teuer ist. Jo. Ja, Trudy haben wir also. Was willst du? Können wir mit ihr noch irgendwas reden? Nein. Jetzt nicht. Gut, dann. Okay, egal was wir hier mitnehmen wollen, es wäre alles immer geklaut. Es juckt. Es juckt überall. Dann reden wir mit Patrick. Hi.
Das wird schon. Das wird schon. Okay. Das wird schon. Das wird schon. Der Junge ist gerade auf dem harten Entzug. So, Wolfgang und Simone sind tot. Oder Simone, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Okay. Ja, wir hatten ja gesagt, wir schauen uns ein bisschen weiter um. Kann man ja sehr gut in Fallout. Und das meinte ich halt so mit so Random Quests. Also man läuft einfach irgendwo her und entdeckt halt einfach Leute, die plötzlich mit einem irgendwas machen wollen, beziehungsweise die Probleme haben und Hilfe brauchen. Das ist ja dieser Entdeckungseffekt bei Fallout. Starlight Drive-In. Oh, Maulwurfsratten. Also mir gefällt die vollautomatische Waffe eigentlich ganz gut. Wir können eigentlich mal gucken, dass wir mal plündern. Oh, Red. Oh, da ist Wasser. Okay. So. Ich guck mal kurz in den Skillbaum. Ein hartes Kampftraining führt dazu, dass automatische Waffen 20% mehr Schaden zufügen. Das, denke ich mal, lernen wir als nächstes, nachdem wir das mit den Schlössern geskillt haben. Also Schlösser knacken. Ich denke mal, das macht Sinn. So, der ganze Krempel nehmen wir alles mal mit. Upsa. Aua, was ist das denn hier? Ah, das wäre jetzt wieder unnötig. Radio bitte aus. So, dann liegen hier also überall irgendwelche. Boah. Das hat uns jetzt ordentlich erwischt. Okay. Ich sollte öfter speichern. Haben wir jetzt bei ihr die Patronen gekauft? Ich glaube nämlich nicht. Wolfgang verrottet in der Hölle. Und ich. Aha. Zeig mal, was das ist. Nee, haben wir nicht gekauft. Ah, Mist. Ich sollte öfter speichern. Das können wir loswerden. Das können wir loswerden. Wobei eigentlich möchte ich. Also eigentlich wäre es ja schon schlau, wenn wir uns eine Rüstung bauen, aber wir finden so viel Krempel. Ja, wir reden jetzt nochmal mit ihm, obwohl er uns ja. Das juckt überall. Das wird schon. Ja. Das wird schon. Der erzählt nichts Neues. Die haben wir geplündert. Gut. Gut, dass wir noch nicht so weit vorgelaufen sind, beziehungsweise so weit noch nicht waren. Ja, das ist ein bisschen doof. Da muss ich öfter mal hier F5 drücken. Damit wir nicht immer so einen krassen Fortschrittsverlust haben, falls wir sterben oder falls ich sterbe. So. Kümmern wir uns doch mal um die Jungs hier. So. Oh, den habe ich aber schnell erledigt. Dogmeat erledigt auch noch ein paar, sehr gut. Sehr schön. Braver Hund. So. Bei Gelegenheit werde ich, glaube ich, auch ein größeres Magazin an die Waffe bauen. Denn 24 Schuss für ein Schnellfeuergewehr ist ein bisschen wenig, finde ich. So. Ah, das müssen wir erst knacken, okay. Probiere ich mal mein Glück. Geschafft. Klebeband ist sehr gut.
Ah, hier ist auch eine Werkstatt. Oh. Du kannst jetzt die Werkstatt vom Starlight Drive-In benutzen. Okay, die Werkstatt plündern wir mal komplett. So, und jetzt wissen wir, dass da schön ein paar Splittergranaten oder so rumliegen. So. Wir machen mal auf. Wo liegt die erste? Das ist mir jetzt zu doof, ganz ehrlich. Da lade ich jetzt neu für. Es kann nicht sein, dass wir, wenn wir die Tür aufmachen, da direkt was explodiert. Ja, wo auch immer die lag. Okay. Gut, dann triggern wir die kurz und rennen weg. So. Ich hoffe, dass das Radio soll aus. Mein Gott. Ja, die lag wahrscheinlich hier schön hier drunter. Unter dem ganzen Laub. Ziemlich fies. Zigaretten können wir mitnehmen. Räumen wir mal alles leer hier. Was ist das? Irgendwelche Deko-Deckel, Deko-Säcke. So. Was haben wir denn noch so Schönes hier? Geht's nach ganz oben irgendwie? Von hier außen auf jeden Fall schon mal nicht. Aber hier die Treppe weiter. Messinglaterne, Pistole, schmutziges Wasser, Strohkissen, Haarklammer, Polunder und Hose und den ganzen Krempel. Hier hat anscheinend jemand ein wenig Ausschau gehalten, nach was auch immer. Gut. Ja, war auf jeden Fall gut versteckt hier, das, beziehungsweise war gut geschützt sein Ausguck. Speichern. Ja, wie gesagt, also mit Quests ist halt momentan ein bisschen dünn. Und ich weiß nicht, ob es jetzt so viel Sinn macht, sofort die Hauptquest zu verfolgen. Schon wieder Maulwurfsratten. So. Ja, ich nehme halt einfach alles mit, weil Siedler sieht aus wie ein Postbote. Brief, 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 Grünkorken. Ja, das war tatsächlich ein Postbote, den es da erwischt hat. Ja, ich nehme halt einfach so wirklich alles mit, weil es bringt einfach alles Geld und Geld kann man immer gut gebrauchen. Haha. Es gibt auch so einen coolen Film mit Kevin Costner. Postman oder so. Das ist eigentlich auch ein cooler Film. Was haben wir da? Sieht irgendwie nach einem kleinen Lager aus. Von wem auch immer. Ach, diese ganzen Jingles der Mondaffe. Okay, ist doch ziemlich viel Crap. Wow. Wow, habe ich mich jetzt erschrocken. Okay, Moment, ich mach das Radio. Jetzt mal ganz ehrlich, wieso ist das Radio wieder an? Na, gegen das Vieh haben wir... Kann das Radio jetzt bitte ausbleiben? Ah, okay, der hängt da in der Ecke fest. Hm, ja, Dogmeat kann ja nicht sterben. Deswegen werfe ich mal eine Granate.
Auch wenn Dogmeat da ein bisschen was von abkriegt. Das ist ja relativ egal. Der Arme. Ah, der hat sich jetzt echt krass versteckt. So, Dogmeat geht's wieder gut. So. Dachte, ich hätte was gesehen. Gefunden. Na, das hört sich nicht so gut an. Was haben wir da? Siedler, okay, das sind also Verbündete. Das Karma zahlt sich aus. Jetzt geht's los. Feigling. Was? Oh Gott, wie viel hat er denn hier schon erledigt? Vorerst. Hallo, geht's dir gut? Okay, er will anscheinend nicht mit uns reden. Aber er hat ordentlich viele umgebolzt. Aber es kommen immer mehr. Schön. Hättest weglaufen sollen. Gott, wie viele Mausratten liegen denn hier? Es kommen auch immer wieder mehr hier. Gott. Ich will eigentlich nicht, dass dieser Siedler jetzt stirbt. Das ist irgendwie ein bisschen schade um ihn. Er sieht auch ordentlich mitgenommen aus. Ja. Okay. Hm. Oh Gott, wie viele waren das denn jetzt hier? Ist ja schon ein bisschen heftig. Das sieht aus wie der Bau von denen. Schauen wir uns doch mal an. Ich kann mir vorstellen, dass der Siedler das hier plündern wollte. Dogmeat weiß, wo die Mausratte sitzt. So, war's das an Mausratten? Ist ja nicht so, als hätten wir schon genug davon gehabt. Oh, ganz viel Munition, sehr schön. Das war alles leer. Ja, hat sich schon gelohnt, würde ich sagen. So, wir schauen mal auf die Karte. Da oben wäre die Tempines Bluff, denen wir da helfen sollen. Hm. Also, von Marvus-Ratten ist hier auf jeden Fall kein... Moment, was für eine Markierung hat das denn? Okay, dann, ich denke mal, wir laufen mal in Richtung Ten Pines Bluff, dann können wir da jetzt vielleicht mal gucken, was die von uns wollen. Hm. Allgemein Munition ist ja immer sehr mühselig zu sammeln. Aber es gibt ja auch einen Skill für mehr Munition zu finden. Hier mehr Kronkorken und hier mehr Munition. Dafür bräuchten wir auch Level 7. Also es gibt so viele coole Sachen, die man eigentlich skillen möchte. Naja. Muss ich mir noch überlegen. Da oben ist eine Brücke. Ich schau mir mal die Brücke an. Auf dem Weg zu den Siedlern. Aber 38er Patronen sind halt, wie gesagt, glaube ich, so mitunter die am meisten vorkommende Munition im Ödland. Einfach weil halt die Raider 38er Munition meistens benutzen. Deswegen ist das, glaube ich, gar nicht mal so eine schlechte Idee, wenn wir die auch nehmen. Können wir noch irgendwas einsammeln, oder? Oder war das Dogmeat, der da hergelaufen ist? Ich glaube, es war Dogmeat. So. Keiner hier. Eine Kochstation, da können wir vielleicht mal kurz die... Oh, wir haben noch Red Kakerlakenfleisch. Und wir können... Ach, das Meyerlöckfleisch aus dem Untergrund, genau. Köterkeule können wir uns...
Und Morbus haben können wir natürlich jetzt spammen ohne Ende. Wir haben so mega viel Maulrostratten gerade getötet. Ah, guck mal, und das können wir denn? Bramin-Fleisch haben wir auch einmal. Ach, Todeskrallensteak können wir auch einmal machen. Ja, hat sich ja gelohnt vom Kochen her. Wasser können wir nicht erstellen, okay. So. Ja, dann wollen wir mal schauen. Ah, da liegen die Siedler. Dann schauen wir doch mal, was die für Probleme haben. Ich denke mal, ich werde einfach mal einen von den beiden anquatschen.